Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie allerherzlichst zu einer neuen Ausgabe des Sporttalk auf Kurier.tv. Der Sport ist heute auch natürlich im Mittelpunkt, vor allem die Fairness im Sport. Seit 10 Jahren gibt es nun die Institution Play Fair Code. Seit 10 Jahren wird streng darauf geachtet, dass es im Sport auch fair zugeht. Und ich habe hier die geballte Prominenz dieser mittlerweile auch von der FIFA gelobten Institution, der Präsident Günter Kaltenbrunner. Schönen guten Tag. Herzlich willkommen und herzlich willkommen auch Geschäftsführer Severin Moritzer. Play Fair Code. Im Moment habt ihr ziemlich viel zu tun. Bevor wir jetzt auf die letzten oder die vergangenen 10 Jahre zurückblicken, möchte ich auf die Gegenwart schauen. Die Gegenwart spielt sich in Graz ab. Da ist der Strafprozess des Wettskandals in der Regionalliga. Kann man da ein bisschen von Status Quo erfahren, Severin? Ja, der Status Quo ist so, dass vergangenen Montag der Prozessauftakt gewesen ist gegen insgesamt 15 Angeklagte, also 15 Personen, die im Spielmanipulationsskandal im Komplex oder im Kontext der Regionalliga Ost und Mitte beschuldigt sind. Und der Prozess wird wahrscheinlich noch bis nächste Woche gehen. Wir reden hier von schwerem gewerbsmäßigen Betrug, also all das, was auch der Günter Kaltenbrunner immer richtigerweise sagt, wir reden hier nicht über Kavaliersdelikte, sondern über richtig. Also das sind sozusagen sehr schwere Straftaten. Was der Prozess, was den Ausgang betrifft, das können wir natürlich nicht prognostizieren. Was mein letzter Stand ist, die Woche auch in den Medien ist, dass dadurch, dass angeblich noch so viel nachkommen soll auf der Ermittlungsseite, kommende Woche wie geplant angeblich noch keine Urteile gesprochen werden können. Wir sind gespannt, wie es tatsächlich ausgehen wird und sind auch am Montag und Dienstag kommender Woche wieder als Prozessbeobachter dabei, weil wir der Ansicht sind, dass was wir dort erleben, hautnah, wir dann auch in unsere Kerntätigkeit und Kernkompetenz übertragen und übersetzen können, nämlich mit den Athleten zu reden und über die Gefahrenrisiken, Nebenwirkungen von Spielmanipulation einfach hinzuweisen. Und das ist unser Tagesgeschäft und das ist ganz wichtig. Wie spielen sich diese Schulungen ab, bevor wir noch einmal zum Prozess kommen? Herr Präsident, wer immer auch will. Ja, wir bereiten uns natürlich auf jede Sportart vor, weil ich kann nicht Fußballinhalte beim Tennis verwenden, aber im Großen und Ganzen wird hier immer recherchiert, ob es schon Fälle gegeben hat in dieser Sportart. Und wenn es welche gegeben hat, und die sind doch in zahlreicher Form auch in den verschiedensten Sportarten, wird hier auch eingeblendet, wer hier Wettbetrug gemacht begonnen hat. Der kommt manchmal auch zu Wort und dann wird halt aufgeklärt, was es für ein Thema ist, welches Problem es ist, wie man sich verhalten soll und wie man das melden soll. Und das wird also von Sportart zu Sportart individuell dann gehandhabt. Ich möchte nochmal auf Graz zurückkommen, um jetzt auch unseren Zuhörern das ein bisschen klar zu machen. Wie spielt sich so ein Wettbetrug eigentlich ab? Wie kommt es dazu? Wo beginnt die Lawine ins Rollen? Also im Wesentlichen ist es so, dass wir haben auch ein Modell, das wir in der Schulung so präsentieren. Wir nennen es die 4 A's. Das ist die Ansprache, das Angebot, die Annahme des Angebots und die Ausführung, um es jetzt ein bisschen plakativer. Normalerweise habe ich da so schöne bunte Folien hinter mir, anhand derer ich das erklären kann. Aber im Regelfall wird jemand angesprochen, der eine Spielmanipulation herbeiführen kann. Das ist im Grunde genommen immer ein Athlet, egal in welcher Sportart, und oder die Schiedsrichter, weil die sozusagen Kraft ihres Amtes eine hohe Entscheidungsbefugnis haben, mit Abstrichen auch die Trainer und Funktionäre. Aber im Wesentlichen ist unser Zielpublikum sind die Spieler und denen versuchen wir klar zu machen, was es bedeutet, ein Angebot anzunehmen. Und wenn wir über Angebot sprechen, dann sprechen wir darüber, dass jemand Geld dafür nimmt, dass er am Fußballplatz oder am Tennisplatz oder wo auch immer nicht das tut, was er eigentlich tun sollte. Und zwar egal, ob es im Amateur- oder im Profibereich ist, nämlich seine beste sportliche Leistung abzurufen, sondern anderes tut. Und diese Information anhand der Beispiele, wie es der Günter Kaltenbrunner genannt hat, sportartübergreifend stellen wir dar, mit einem ganz klaren Ziel. Und das Ziel ist, dass wir den Menschen, die wir treffen, Informationen geben, damit sie dann auch letztlich informierte Entscheidungen treffen können, wenn jemand auf sie
zukommt. Das ist natürlich, wie schon angedeutet, nuanciert anders im Fußball oder klar. Im Tennis oder Ähnliches. Nur beim Stichwort Tennis ist ja allen sozusagen sportaffineren Zuschauern und Zuschauerinnen ganz klar, dort kann eine einzelne Person eine sehr spielentscheidende Entscheidung treffen, und zwar die, dass sie die Partie verlieren wird, die jetzt als nächste ansteht. Und mit diesem Vorteil an Information am Wettmarkt dann gegen sich selber zu wetten, ist natürlich ein einfaches. Und so hat es im Tennis schon etliche Fälle gegeben. Stimmt, es ist einfach mittlerweile so, dass die Quantität. Ein Österreicher ist lebenslänglich gesperrt worden. Wollte ich auch gerade kommen, wollte nur den einen Beisatz noch machen. Im Tennis nimmt die Anzahl zu. Vom Volumen her, gemessen am Wettvolumen, ist es nach wie vor Fußball natürlich die mit Abstand gefährdetste Sportart. Und ja, wir haben in Österreich und wir haben ihn auch sozusagen in unseren Schulungen als negatives Beispiel mit dabei. Mit dem Daniel Köllerer wird der eine oder andere oder die eine oder andere kennen, ehemaliger ATP Top 50 Spieler, also das ist nicht irgendeiner, der vom CAS, also vom Sportgerichtshof in der Schweiz, verurteilt wurde wegen Spielmanipulation. Nie strafrechtlich, muss man auch immer dazu sagen, ganz, ganz wichtig. Aber der hat uns in Interviewsequenzen, die wir dann auch ausspielen an die Schulungsteilnehmer, ganz klar gesagt, wie diese Dinge funktionieren, wie man angesprochen wird und vor allem, wie einfach es im Tennis ist, weil er uns ganz klar gesagt hat, er kann eine Partie verlieren, 4-6, 5-7. Und der Trainer, der 5 Meter weiter auf der Tribüne sitzt, kann nicht sagen, ob er die Partie absichtlich verloren hat oder nicht. Also das müssen wir übersetzen an die Zielgruppen und ihnen das einfach klar machen und verständlich machen. Das ist unsere Aufgabe. Beim Regionalliga-Skandal sind ja nicht nur Spieler betroffen, sondern auch Betreuer, die Zeichen von außen geben. Wie spielt sich das ab? Warum? Wie viele sind da betroffen? Wie viele Trainer sind da praktisch auf der Strafbank? Also beim Fußball ist es... Wie ist es ja am Spiel, entschuldige. Es wurde in den Medien ja zum Teil auch schon angesprochen. Er kam mit Backerl, mit Kappel. Ja, da habe ich alle möglichen Dinge gelesen schon. Oder mit Fingerzeig und so weiter. Und da weiß derjenige, der also bereit ist zu manipulieren, dass er jetzt handeln muss oder handeln kann. Manchmal geht es auch schief, weil dann wird der Elfmeter nicht gegeben, obwohl ein Elfmeter zu geben gewesen wäre. Und dann ist es natürlich in der Hinterhand ein Problem. Vielleicht ist der Schiedsrichter vom den anderen wieder besprochen das worden. Kann, das kann auch sein. Aber so ungefähr spielt sich das auch ab. Mhm. Sind Schiedsrichter auch schon ins Fadenkreuz? Naja, kenne ich eigentlich in Österreich keinen Fall, aber der damalige Fall in Deutschland, Häuser, weiß man ja, dass es so etwas gibt. Und ich würde davon ausgehen, dass das bei den Schiedsrichtern das sehr, sehr minimal ist, dass das hier etwas passiert. Wir werden von uns übrigens auch geschult, also im gesamten ÖFB-Komplex, der sozusagen den Fußball in Österreich abbildet, und Bundesliga-Komplex, wo wir die Schulungen machen mit Vereinen und Team, Nationalteams etc., sind auch die Schiedsrichter im Regelfall einmal im Jahr wir Gäste bei Ihnen oder Sie bei uns für Schulungen. Also in Österreich kennen wir keine Fälle, international ja, den deutschen Fall gab es. In anderen Sportarten übrigens auch, also in der Recherche gibt es immer wieder Fälle auch. Es geht nicht über eine gute Zusammenarbeit. Ich glaube, 8 Verbände sind dabei. Wie viele Mitglieder insgesamt? Ich glaube, 10 Mitglieder sind. Die Mitglieder haben wir 23 Mitglieder, 10 ordentliche Mitglieder, wo die 8 Verbände dabei sind, die Sportverbände, und 13 außerordentliche Mitglieder, wo also der Sport Austria dabei ist, das ÖRC und vor allem die Wettanbieter, die auch sehr interessiert sind. Daran, dass man hier aufdecken kann, weil sie sind ja eigentlich die Betroffenen. Vielleicht, um sie noch in einen zusätzlichen Kontext zu bringen, was der Günther Kaltenbrunner gesagt hat. Wir haben es geschafft in den letzten 10 Jahren, und das ist jetzt ein bisschen die Rückschau schon auf die 10 Jahre, alle, also heutzutage sagt man neue Englisch Sport. Das war schon eine Vorschau auf die Rückschau. Das war die Vorschau auf die Rückschau, aber sozusagen die Stakeholder auf gut Deutsch, die Anspruchsgruppen abzubilden, die im österreichischen Sport für dieses Thema eine Rolle spielen. Das sind die Sportfachverbände, also an der Zahl 8. Das beginnt bei Fußball, Handball, Volleyball, Tennis, Eishockey, Skifahren, Tischtennis und Basketball. Wie kann man beim Skifahren? Nein, beim Skifahren geht es auch, oder? Nur um den Gedanken fertig zu machen. Und die Wettanbieter, die auch ein großes Interesse haben, dass eben nicht manipuliert wird, weil die haben natürlich einen Schaden. Wenn manipuliert wird, muss der auszahlen.
auf Basis von Tatsachen, die also nie hätten stattfinden dürfen auf einem Spielfeld, plus die vom Günter Kaltenbrunner genannten Sportorganisationen in Österreich. Damit hat man ein Rundherum-Bild derer, die Interesse haben, sozusagen, dass nicht manipuliert wird. Und das ist uns gelungen, dass wir die alle an Bord haben und an einem Strang ziehen in die richtige Richtung. Ist beim Skifahren auch schon was passiert? Ja, offiziell eigentlich nie mehr nicht bekannt. Wir haben ja mit dem damaligen Präsidenten Schröck über dieses Thema gesprochen. Sie waren übrigens die Ersten, die als Mitglied beigetreten sind. Es kann passieren, sagt er, natürlich in der nordischen Kombination, im Slalom auch theoretisch, aber es ist eigentlich noch nie passiert. Es ist ein bisschen der Tatsache geschuldet, dass der Günter Kaltenbrunner und der Peter Schröcksnadel sich damals tief in die Augen geschaut haben und gesagt haben, das ist wichtig, und der ÖSV als einer der drei wichtigsten Sportverbände dieses Landes das Thema unterstützt, was gut ist. Fälle kennen wir keine, und es spielt Skifahren und auch die nordischen Disziplinen keine dramatisch große Rolle auf dem Wettmarkt und ist deswegen per se auch nicht so ein Ziel. Aber es ist wichtig, dass der österreichische Skiverband bei uns dabei ist. Kraft der Wertigkeit in diesem Land. Solidaritätsfrage auch, genau. Natürlich, ja. Ja, unterstützend. Sie haben einmal gesagt, der Fall Kulic war für Sie das Schlimmste. Naja, für uns war es ja, für alle, für uns, wir waren schon überraschend, da waren wir zwei Jahre tätig, haben uns bemüht, dass das alles so zu bringen, wie es ihm vorgeschrieben ist, wie es notwendig ist, und dann auf einmal schwappt dieser Fall Kulic auf, und das war für uns auch Novum. Wir mussten uns da auch ein bisschen sammeln und organisieren und strukturieren, aber wir haben das sehr, sehr gut über die Bühne gebracht, und letztendlich die BKA, das Bundeskriminalamt, hat hier außerordentlich gute Arbeit geleistet, und ist es dann zu dieser Aufdeckung gekommen. Und das war aber auch ein Weckruf, das muss ich schon sagen, weil vorher hat man immer gesagt, ja, bei uns passiert eh nichts. Wir brauchen nicht Mitglied werden, und wo soll das sein? Aber das war ein Weckruf, der gesagt hat, na hallo, auch in dem kleinen Land Österreich passiert so etwas, und zwar in einem größeren Umfang. Und das war, so negativ das war, für uns als Playfaircode war das eigentlich ein Treiber. Gab es irgendwelche Vorbilder für Playfaircode aus dem Ausland, wo man gesagt hat, nein, das müssen wir jetzt auch machen, was waren die Triebfedern, nein, wo man gesagt hat? Ich glaube eher umgekehrt. Das ist eher umgekehrt. Wir wurden 2012 im Mai gegründet, mit der Zielsetzung, Maßnahmen gegen Spielmanipulation zu finden. Und da waren wir einer der Ersten eigentlich. Und daher konnten wir also gar keinen Zusammenhang oder auch keinen Gegensatz oder auch etwas lernen von anderen. Das gab es damals noch nicht. Wir haben uns selber gut entwickelt in diesen 10 Jahren. Es war sehr spannend. Unser Modell, so wie wir es haben, das gibt es in ganz Europa nicht. Wir haben hier quasi ein Vorreiter in dieser Frage. Wir sind eigentlich in dieser Frage ein Vorreiter. Und das ist schon etwas Beachtliches, weil wir anerkannt sind, wir werden auch geschätzt und werden auch eingeladen. Lob von der FIFA, ich habe es kurz vorher mal anklingen lassen, da ja, können wir auch noch ja, drüber ja. reden. Der Severin hat viele Einladungen, um hier sich zu präsentieren, und da haben wir ein tolles Feedback von diesen Einladungen, von unserer Präsentation. Und das merkt schon, dass wir also europaweit schon eine Anerkennung haben. Was war eigentlich aber die Initialzündung? Wer hat als erster gesagt, sowas könnte man machen, sowas braucht man, sowas braucht der Sport? Ja, das war eine, das war eine Notwendigkeit. Die Sportminister haben sich in Belgrad getroffen, ein Jahr vorher, und dieses Thema ist offenbar von FIFA oder von der UEFA oder von aufgekommen, um also hier etwas zu tun, weil die Probleme sich immer gehäuft haben und größer wurden. Und da hat man das über die Ministerebene ersucht, dass man hier etwas unternimmt, weil so kann es nicht gehen, weil das ist wie Doping eigentlich für den Sport eine Katastrophe. Ein schwerer Betrug, wie Severin es gerade gesagt hat. Und da hat damaliger Minister Darabos den Verein die Zündung gegeben, diesen Verein zu gründen, mit der Maßnahme, dass wir hier Maßnahmen auch gegen diese Wettmanipulation treffen. Die Wettanbieter waren sofort im Boot? Sofort wäre übertrieben, aber nach und nach zahlreicher, ja. Dazu muss man vielleicht noch ergänzen, dass auch schon innerhalb von Österreich es Tendenzen gegeben hat, in diese Richtung etwas zu tun, weil die Wettanbieter ja jetzt, wie vorher gesagt, geschädigt sind. Nicht, dass wir die Interessensvertretungen oder die Lobbyisten der Wettindustrie sind, aber von denen
denen kam auch eine Mitinitiative, weil wir damals, kurz bevor wir gegründet waren, also 2008, 2009, man erinnert sich vielleicht noch, über die ersten Spielmanipulationsverdachtsfälle gesprochen haben, Stichwort Vienna und andere, und dann sozusagen in einem konzertierten Schritt die Kräfte gebündelt wurden und der Günter Kaltenbrunner an Bord gekommen ist, diese Institution einfach hochzuziehen. Und dass die Rückschau gibt uns ja recht, dass der aktuelle Fall natürlich etwas ist, was gar nicht gut ist für unsere Arbeit und für den Sport insgesamt, ist ja vollkommen klar, rechtfertigt aber, dass wir hier natürlich auch mit der Unterstützung vom Sportministerium und unseren anderen Partnern diese Arbeit machen. Weil wenn man die Prävention unbestellt lässt und sie nicht tut, dann wird es wahrscheinlich noch schlimmer werden. Aber ist es nicht oft ein Problem, dass die Wettanbieter jetzt schon wirklich alles im Programm haben? Du kannst heute schon vielleicht sogar schon wetten, welche Farbe die Fußballschuhe vom Zehner auch haben Den Vorwurf oder dieses Argument, ich will nicht das Vorwurf nicht falsch verstehen, aber dieses Argument hören wir oft. In Österreich ist es so, dass auf jeden Fall die Wettanbieter, die bei uns dabei sind, auch auf Basis einer sich selbst auferlegten Restriktion diese Dinge nicht mehr tun. Das heißt aber nicht, dass man es woanders in den Untiefen des Internets überall wetten kann. Aber das, was Sie ansprechen, sind Ankick, Anzahl der Corner und ähnliche Dinge. Ja, das gibt es nach wie vor, das ist nicht gut, aber das ist eine Frage der Regulierung und das ist sozusagen nicht unsere Aufgabe. Auch bei Weitem nicht in unserer Kompetenz. Wir müssen mit dem umgehen, was wir vorfinden. Und das ist einfach, dass es das gibt. Und noch wichtiger ist deswegen eben, dass wir ins Bewusstsein hineinkommen, im Wesentlichen, dass das Wichtigste für einen Sportler, nochmal egal ob Amateur oder Profi, ist seine sportliche Leistung und nicht die Leistung am Wettmarkt oder im Wettcafé. Sie haben vorher gesagt, Fußball geht es am leichtesten. Das hat mich jetzt ein bisschen verwundert. Ich glaub, Tennis. Okay, Tennis geht ja wirklich am einfachsten. Ich kann mich erinnern, das betrifft nicht nur Spieler. Das war damals vor 20 Jahren. Sind Sie am Telefon gesessen, der war vor Ort und hat, du hau Doppelfehler rein. Bis das dann im System war, hat der schon gewonnen gehabt. Ne? Das gab es, das war die Interferenz. Diese Verzögerung. Genau. Und diese Lücke ist geschlossen. Die Lücke ist längst geschlossen. Man kann ja, glaube ich, bei Grand Slam auch gar nicht mehr vor Ort wetten. Wird da mit dem Tennisverband jetzt beispielsweise auch ständig Austausch gepflegt? Ja, und für sich ja, wenn es notwendig ist. Ständig Austausch ist vielleicht übertrieben, aber wenn es notwendig ist, dann nehmen wir Kontakt auf, vice versa, weder vom Tennisverband oder wir im Tennisverband, aber das ist keine tägliche Kommunikation. Tennis hat sich selber sehr streng auferlegt, ein Regulativ. Es gibt auch eine Tennis Integrity Unit beim Internationalen Verband angesiedelt. Genau. Da sind die Spieler auch sehr stark verpflichtet, in der sich selber auferlegten Verpflichtung, wenn Verdachtsmomente übers Monitoring reinkommen und im Regelfall passiert es über Monitoring, dass die dann auch verpflichtet sind, Daten offenzulegen und umfassend zu informieren. Und da gibt es drakonische Strafen. Es vergeht keine Woche, wo nicht irgendein Tennisspieler, letzte Woche oder diese Woche wurde wieder ein Spieler gesperrt. Also da funktionieren die Konsequenzen schon relativ gut. Es ist aber auch eine Sache der ITF, wenn du für Future Sieg 50 Euro Preis kriegst und wenn du verlierst, hast du rein. Das geht von der Rechnung einfach nicht aus. Wenn ich auf den niederrangigeren Touren spiele, gewinne ich auf einem Satellite oder einem Future wahrscheinlich 3.000, 4.000 Euro, wenn alles gut geht und ich das Turnier gewinne. Da muss man schon gewinnen. Das geht sie mit den Reisekosten schon. Geht sie überhaupt nicht aus, dort beginnt die Problematik und dementsprechend ist das Feld soweit offen für Manipulationen, weil wir haben es recherchiert, es gibt in etwa 3.500 bis 4.000 Menschen, die sich selber als Tennisprofis weltweit bezeichnen. Geld ist aber nur für die Top 150 bei den Herren und für die Top 100 bei den Damen da. Ab dann kann man kostendeckend leben und ab dann verdient man auch. Und dahinter ist es entweder Unterstützung aus dem Elternhaus von Sponsoren oder Ähnlichem, aber es ist nicht kostendeckend. Und das ist die große Schwierigkeit. Und auch im Tennis haben aber trotzdem die Preisgelder zugenommen, auch im Fußball. Sie sind vierfacher österreichischer Teamspieler, haben gespielt bei Rapid und Austria. Jetzt muss ich das Hemd noch mehr erwähnen. Aber es ist was für eine Farbe haben wir gesagt, das ist nicht violett. Das ist Flieder. Flieder, ja. Das betrifft auch mich. Hat es früher auch schon gegeben in Ihrer aktiven Fußballzeit,
Damals hat es ja also, Playfair-Code noch lange nicht gegeben. Ja, aber selbst wie ich damals als Präsident angetreten bin, habe ich von diesem Thema in dieser Schwierigkeit oder in dieser sage ich einmal, Menge nie geahnt, weil es zu meiner Zeit eigentlich, ich kann mich nicht erinnern, dass es so etwas gegeben hat, dass man immer davon gesprochen hat, dass es Absprachen gab in den Unterliegen, sich nicht, also ich will nicht aussteigen und genau. Du hast da kein Problem mehr, du brauchst ja die Punkte nicht, bitte. Das hat es immer, glaube ich, immer gegeben, aber es hat aus meiner Sicht, er sagt so 2008, hat das begonnen, das mag schon sein, aber in Österreich ist mir kein Fall bekannt. Bleiben wir noch mal ganz kurz beim Fußball und gehen weg. Du wirst verzeihen, vom Thema gehen wir kurz noch einmal zu Rapid. Sie als Ehrenpräsident, die Fans würde interessieren, wie Sie zur gegenwärtigen Situation von Rapid stehen. Was sagen Sie im Moment? Es sind ziemlich turbulente Zeiten. Präsident tritt zurück. Ja, das musste ja kommen. Ne? Musste kommen. Nein, ich sage Ihnen, machen wir wirklich große Sorgen um die Zukunft von SK Rapid. Aber ich habe in den nächsten Tagen ein Gespräch mit dem Präsidenten, wo ich mich näher informieren möchte und hier diese Informationen, die also nicht offiziell sind, wie es vor sich geht. Es ist keine gute Situation, in keinem Fall und vor allem unverständlich in vielen Fällen, warum wird ein Wirtschaftsgeschäftsführer, warum muss der gehen und diejenigen, die im Sport verantwortlich sind, und es ist eine Sportmisere, das muss man ja ganz offen sagen, da geht man darüber hinweg. Das ist für viele, ich werde oft gefragt, warum, wieso ist das? Ich kann keine Antwort geben, ich verstehe es selber nicht. Sind die Fans ein bisschen zu mächtig? Jetzt lasse ich mich trotzdem. Das sagt man natürlich, ja. Man spricht also von den Ultras, das hat sich offenbar so entwickelt. Das ist keine gute Entwicklung und wenn jetzt, aber wie gesagt, ich möchte nicht über ungelegte Eier sprechen, weil da muss ich mich einmal informieren über die Internas, über die Details und nur so drüber schwammig zu sprechen, das ist im Moment auch nicht angetan. War auch nicht unser Ziel. Entschuldigung. Sie haben aber jetzt noch mehr Zeit, Rapid-Spiele zu besuchen. Sie legen Ihr Amt zurück als Präsident von Playfair Code. Wer wird Ihr Nachfolger? Diplom-Ingenieur Friedrich Stickler, eine Persönlichkeit, man kennt ihn ja, es ist ja kein Unbekannter, der war ÖFB-Präsident, er war also auch bei der UEFA tätig in einem ganz wichtigen Gremium. Und es bleibt in Fußballerhand quasi. Ja, erstens das und Fußball ist halt schon auch bei diesem Thema das Thema Nummer eins, gefolgt vom Tennis und so weiter. Aber ich finde, dass es eine gute Lösung ist. Er war also auch bei Lotterienvorstand, er war Präsident bei den europäischen Lotterien, also in Funktionen sehr tüchtig und ich glaube, dass es eine gute Lösung ist, dass der Verein gut aufgehoben ist. Außerdem haben wir einen Geschäftsführer, der ja sehr erfolgreich diese 10 Jahre auch mitgearbeitet hat. Also ich glaube, da ist alles gut versorgt. Der Idealfall wäre, man bräuchte Playfair-Code gar nicht. Das wird nicht. Es sind so Institutionen, die sehr gut sind. Ja, da gibt es ja viele Ebenen der Idealfälle, aber das geht auch nicht. Und wir sind ja nicht so blauäugig zu glauben, nur weil uns gibt, wird keine Manipulation stattfinden. Das sieht man ja in vielen anderen Bereichen auch, aber es ist notwendig. Wir müssen schauen, dass wir die Spielwiese, das sage ich immer, die Spielwiese für die Mafia so eng wie möglich machen. Dass man es beobachtet, dass wir schulen, dass wir Aufklärungsarbeit betreiben und. Und das ist jetzt schon erschwert. Ich denke, dass diese Richtung jetzt in die Regionalligen zu gehen schon ein Zeichen wertvolle ist, dass es oben schwieriger wird. Und das ist, aber nur und dass man uns nicht braucht, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Doping wird auch, es wird gedopt und man hat Doping auch. Also richtig. Es geht meines Erachtens gar nicht. Das ist übrigens eine Ausweichbewegung, wie wir festgestellt haben, auch auf internationalem Niveau, weil es eben auf den höheren Ligen nicht mehr geht. Weil man dort auch die Spieler oder die Manipulateure nicht mehr bekommt, dass man ausweicht auf tiefere Ligen und gleichzeitig aber auch das Wettvolumen in den unteren Ligen mittlerweile so angezogen ist, dass man dort auch Geld verdienen kann mit Manipulationen. Und daher ist es eine relativ logische Entwicklung, dass es in diese Richtung geht. Also flapsig gesagt, einen Cristiano Ronaldo zu bekommen, über eine Ansprache und dem Geld zu bieten, wird wahrscheinlich relativ schwierig sein, einfach Kraft der finanziellen Gegebenheiten. Wir könnten stundenlang mit euch plaudern. Leider ist unsere Zeit zu Ende. Machen wir nachher. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und
Vor allem bleiben Sie gesund und schalten Sie nächste Woche wieder ein.